Welches Yoga ist anstrengend? Yoga ist zunächst einmal entspannend. Yoga will dir helfen, zu entspannen, loszulassen. Yoga will dir helfen, zu deinen neuen Kräften zu kommen. Yoga will dir helfen, dass du fühlst, wer du wirklich bist. Nicht umsonst gilt Yoga als hervorragend, um Stress abzubauen und um neue Kraft zu finden. Aber natürlich, es gibt anstrengendere und weniger anstrengende Yoga-Arten. Natürlich, es gibt Meditation und Meditation, dort sitzt du einfach nur. Jetzt aber im Bereich des Hatha-Yoga, also den körperorientierten Yoga, da gibt es auch anstrengendere und weniger anstrengende Yoga-Arten. Ich bin ja von Yoga Vidya, mein Name ist Sukadev, Gründer und Leiter von Yoga Vidya, und wir haben bei uns anstrengendere und sanftere Yoga-Arten. Und insbesondere Flow-Yoga ist etwas anstrengender, oder auch die Hanuman-Fitness-Reihe ist anstrengender, oder auch Yoga Vidya Bodywork ist anstrengender. Und wenn du zu einem Asana intensiv kommst, auch das ist etwas anstrengender. Wenn du dagegen eher sanft üben willst, dann ist zum Beispiel Rücken-Yoga besonders sanft oder auch Yin-Yoga oder im Allgemeinen unsere Anfängerkurse. Also Yoga für Anfänger ist bei uns typischerweise weniger anstrengend, aber es gibt eben auch anstrengendere Yoga-Arten wie Hanuman-Yoga. Außerhalb vom Yoga-Vidya-Bereich gibt es anstrengendere Yoga-Formen wie Iyengar-Yoga oder Ashtanga-Yoga, Power-Yoga, Bikram-Yoga. Das sind die eher anstrengenderen Yoga-Arten. Und dann gibt es sanftere Yoga-Arten wie Vini-Yoga oder letztlich auch das klassische Hatha-Yoga. Aber im Grunde genommen ist die Frage, was ist überhaupt anstrengend? Auch eine Tiefenentspannung, da musst du dich auch bemühen. Einfach nur hinlegen reicht auch nicht aus. Insofern kannst du jeden Yoga etwas engagierter machen, und wenn du den Yoga etwas engagierter machst, dann scheint er auch etwas anstrengender zu sein. In diesem Sinne, die geistige Entspannung ist erstmal wichtig. Und dann kannst du körperlich trainieren. Und körperlich trainieren kannst du auch in einem klassischen Hatha-Yoga, indem du mehr Sonnengröße machst. Sonnengruß aktiviert letztlich die Herz-Kreislauf-Frequenz, ist gut für das Lungenvolumen, ist da etwas anstrengend vom Standpunkt des Kreislaufes. Wenn du danach zum Beispiel Gleichgewichtsübungen machst, wie Handstand und Kopfstand, dann ist das anstrengend fürs Gleichgewicht. Dann gibt es auch Kraftübungen im Yoga, zum Beispiel gibt es Bauchmuskelübungen, auf dem Rücken liegen Navasana, es gibt Virabhadrasana, die stehenden Übungen. Dann gibt es die Heuschrecke, die die Rückenmuskeln stärken. Und du kannst auch im Sonnengruß verschiedene anstrengende Variationen einbauen. So hast du also etwas, was anstrengend ist für die Muskelkraft. Schließlich gibt es auch Übungen, die eine gewisse Anstrengung erfordern vom Standpunkt der Flexibilität. Und dort gibt es auch im klassischen Hatha-Yoga forderndere Übungen. Und zum Schluss, die Tiefenentspannung ist auch eine gewisse Anstrengung. Du lernst eben, deinen Geist sehr genau zu konzentrieren und dann loszulassen. Und zum Schluss fühlst du dich ganz entspannt und ganz losgelassen. Welcher Yoga ist also anstrengend? Es kommt vom Standpunkt an. Es gibt verschiedene Yoga-Übungen und jede Yoga-Arten. Jeder ist insgesamt entspannend und jeder hat auch eine gewisse Anstrengung.